Viele von euch werden mich wahrscheinlich gleich wegen meinem Spielstil hassen. Ich habe mal wieder 2 gegen 2 gespielt, aber wir lagen nach der Hälfte der Zeit mit 0 zu 2 hinten. Also musste ich meine Geheimwaffe rausholen, und zwar Demos und Bums. Hier lege ich mir den Ball einmal kurz vor, ich demo ihn und der Anschlusstreffer. Und direkt im Anschluss nach dem Kickoff bekomme ich den Ball gut nach vorne. Mein Teammate kann followen und er kann den Ball sogar reinbekommen, Ausgleich stark. Doch leider gelingt mir dieser Pass in die Mitte nicht ganz so gut. Der Gegner ist früher am Ball, wir liegen wieder mit 3 zu 2 hinten und müssen uns nochmal richtig anstrengen. Anstrengen aka ich demo auf dem Weg nach hinten den Gegner und mache den Weg frei für meinen Teammate. Ball ist drin. Und dann gegen Ende wollte ich ein bisschen aggressiver spielen, gehe hier pre nach oben, bekomme den Ball allerdings nicht ganz so gut, aber was ich gut bekomme, ist den Gegner. Wir gehen in Führung. Aber ey, die Runde haben wir gewonnen.